Manchmal bringen bestimmte Gerüchte bestimmte Tatsachen wunderbar auf den Punkt und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche zum Ausblick auf die Märkte. Und es gab am Freitag ein solches Gerücht, nämlich, dass die EZB diskutiert habe, ob man die Zinsen anheben könne, bevor man das QI beende. Dieser Bericht ist im Prinzip, eine Nachrichtenagentur ist im Prinzip später, naja, so etwas halbherzig verneint worden. Aber er bringt doch etwas auf den Punkt, er bringt nämlich diese Wende auf den Punkt, die durch die Pressekonferenz von Mario Draghi seit Donnerstag da ist, der Abwärtsrisiken weniger groß als zuvor und eben praktisch die Situation, dass der Hochpunkt der Geldpolitik, der ultralaxen Geldpolitik der EZB überschritten ist. Jedenfalls wurde dieses Gerücht erstmal geglaubt und selbst als das Dementi kam, haben die Märkte sich nicht so wirklich davon beeindrucken lassen. Also es zeigt, da kommt etwas praktisch auf den Punkt, was ohnehin der Fall ist, nämlich, dass man kapiert, aha, jetzt ist hier in irgendeiner Form eine bestimmte Richtung festgelegt und auch wenn diese Richtung nicht dauert, es wird noch dauern, bis die EZB hier aktiv wird. Jetzt in dieser Woche ja die Wahlen am Mittwoch oder morgen, glaube ich sogar, in Holland, also da dann die Wahlen in Frankreich im April und dann die Stichwahl Anfang Mai. Plus dann die Wahlen in Deutschland, davor wird nichts passieren, aber es wird eben auch nichts mehr kommen in Sachen Lockerung der Geldpolitik, sondern wenn, kommt etwas in Sachen Straffung der Geldpolitik und genau das ist durch dieses Gerücht auf den Punkt gekommen. Ansonsten hatten wir am Freitag US-Arbeitsmarktdaten, die sehr solide waren, 235.000, damit war zu rechnen nach den starken ADP-Arbeitsmarktdaten, nur die Stundenlöhne etwas enttäuschend, aber das war durchaus okay, die Zinsanhebung im März gilt als sicher, der Dollar war zeitweise unter Druck, weil man einfach dann Gewinne mitgenommen hat, die gute Tatsache im Prinzip verkauft hat. Und so haben sich die Märkte, naja, so ein bisschen dahingeschleppt. Der DAX hat die Chance verpasst, hier nachhaltig auszubrechen. Die US-Märkte brauchen einen Impuls, um nochmal irgendwie steigen zu können. Und der ist momentan noch nicht absehbar. Vielleicht wäre es dann die Wahlen hier in Europa, wenn die nicht zugunsten von Wilders oder Le Pen ausgehen. Wer weiß das schon. Schauen wir uns erstmal das asiatische Geschehen an. Hier in Tokio dünne Umsätze wegen eines Feiertags, aber die Börse auf 0,08%, Shanghai 0,42%, Hang Seng freut sich 1,1%, Australien dagegen minus 0,3%. Eben wegen fallender Rohstoffe, Öl ein ganz großes Thema. Heute keine Termine auf der Agenda, deswegen gehen wir gleich mal rein in die Charts und gucken uns den DAX an, wie er sich am Freitag präsentiert hat. Dieser Anstieg über diese von mir genannte Zone von 12.030, aber dann kam nicht mehr viel. Wir sind dann noch weiter rauf in Richtung 12.070. Da waren wir schon mal Anfang März, aber es ging eben nicht weiter und dann doch der ziemlich herbe Abverkauf. Da hat man schon gemerkt, der DAX ist ein bisschen anfällig für dieses Gerücht. Das war nämlich doch nochmal ein Beschleuniger, dass es hier nach unten ging, dass möglicherweise irgendwann bald eine Zinsanhebung kommt. In der Eurozone, wie gesagt, nur ein Gerücht, nicht wirklich valide, aber eben bringt etwas auf den Punkt. Der DAX daraufhin mit Schwäche und die Frage ist, kann der DAX jetzt diese Schwäche abschütteln? Wir hangeln uns jetzt schon sehr lange an dieser 12.000er Marke entlang. Wir dürften vielleicht 10, 15 Punkte tiefer reinkommen. 11.950, 60 in der Zone nach aktueller Indikation. Langsam muss ein Ausbruch nach oben kommen, sonst kommt der Ausbruch nach unten. Die US-Märkte wären eigentlich fällig, denn die sind überkauft. Wir sehen hier diese Erholung, dann den Abverkauf, dann wieder Erholung. Also wir sind so irgendwo im Nirgendwo. Wir sehen den Dow Jones aktuell bei 20.886, Nasdaq 5.379. Wer profitieren kann, das ist der Euro von solchen Gerüchten, aber eben von dieser Trendwende, von dieser im Grunde Weichenstellung, die jetzt passiert ist, die noch nicht sofort zum Tragen kommt, aber eben zum Tragen kommen wird. Das ist Euro positiv, Ziel vielleicht sogar 1,09. Bei der Gemeinschaftswährung, wir sehen, dass zum Beispiel der Bund-Future, die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, der Future auf die Renditeerwartung im Prinzip der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe, hier auch stark unter Druck kommt, hier durch diese Wende der EZB. Wir sehen Dollar-Yen bei 114,73, sehen die 10-jährige US-Anleihe, die sich wie der Anleihemarkt in den USA insgesamt ein bisschen erholt hat, weil eben man auch hier Gewinne mitgenommen hat seitens der Shorties und der Markt ist sehr, sehr short in diesen Anleihen. Wir sehen Öl zeitweise unter der 48er Marke im April-Kontrakt, massiver Druck. Da ist also richtig Saft drauf, einfach zu viele Long-Positionen, die da der Fall waren und dann entsteht so ein Domino-Effekt,
dann verkaufen manche, dann fällt der Preis, dann kommen andere noch stärker unter Druck. Daher sozusagen hier dieses Abwärtsmomentum. Wir sehen Druck auch bei High-Yield-Anleihen, hier ein ETF, wo wir sehen, da geht es durchaus nach oben mit der Rendite und nach unten mit dem Kurs. Wir sehen, Gold hat sich erholt wieder über die 1207er Marke. Das könnte vielleicht jetzt das Tief gewesen sein, so hier knapp unter der 1200er Marke. Denn sobald die Fed die Zinsen anhebt, dürfte es wieder nach oben gehen. Und wir sehen Silber bei 17,04 $. Heute könnte ein ruhiger Handelstag anstehen. Es gibt keine Termine von Relevanz. Um 8 Uhr die Erzeugerpreise aus Deutschland, das war's schon. Und in den USA, da ist wohl ein Blizzard unterwegs an der Ostküste. Das kann bedeuten, dass viele Händler dann nicht oder nur verkürzte zur Arbeit erscheinen. Das kann durchaus Einfluss haben auf das Volumen, durchaus Einfluss auch auf die Kurse, wenn das Wetter in New York schlecht ist. Da wird also ein Schneesturm erwartet. Daher könnte es dann vergleichsweise ruhig zugehen an den Märkten. Es fehlen so ein bisschen die Impulse. Man wird wahrscheinlich beim DAX jetzt erstmal so seitwärts laufen, aber es ist doch auffällig, dass der DAX sich nicht absetzen kann von der 12.000er Marke und das erhöht das Risiko, dass da bald mal was nach unten kommt und ich wünsche jetzt einen guten Start in diesen Montag. Bis dann, ciao.